Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen und heute mit dem letzten Bundesligaspieltag auswärts in Jena gegen Karl Zeiss und seine Jungs. So, dann schauen wir doch mal. Das ist unsere Mannschaft, noch frischer aufgestellt und so. Ist eigentlich nichts Spektakuläres heute. Der Titel des Torschützenkönigs für Daniel Tröge steht ja auch schon so ziemlich fest. Schauen wir mal, was heute so sich so ergibt. Ich würde sagen, es ist auch recht klar, da Jena ja auch ein Abstiegskandidat ist, wenn auch nicht so deutlich wie die anderen beiden da unten. Die sind eben untere Tabellenhälfte, das heißt, wir machen heute mal wieder Textmodus, wie beim letzten Mal auch. Und ja, so sieht's aus. Dann gehen wir mal in den Textmodus, wie gesagt, und dann kann es auch schon losgehen. Was sagen wir denn mal? Das gewinnen wir hundertprozentig. So, und greift gnadenlos durch. Ich will gerade mal ausprobieren. In Jena stehen sich heute Momentel und dann der Rest immer mal an der Seitenlinie gegenüber. So, das Spiel geht los. Oh, gleich Chance für Jena. Was sind wir hier gleich von Anfang an nicht auf der Bank? Aber dann hat das ja wohl, das ist wohl so. Ich habe gehofft, ich könnte heute noch mal ein bisschen was ausprobieren bezüglich Ansagen, aber geht wohl nicht. Na ja, gut. Möglichkeit für FC KSS Jena. Misael Kubijos. Hoppala. Legt nach hinten ab für Sebastian Apelt, dessen Schuss aber abgeblockt wird. Ein früher Treffer würde die Aufgabe hier natürlich sehr erleichtern. Von der ersten Minute ist hier ordentlich Biss im Spiel. Es ist Gift im Spiel. Ach, nicht nur Biss, sondern auch Gift. Also quasi wie bei Schlangen. Giftbisse. Es sind Giftbisse im Spiel. Die Akteure gehen teilweise viel zu hart in die Zweikämpfe. Doch Schiedsrichter Kevin Schricker sieht noch keinen Anlass, Karte zu ziehen. So. Gelbe Karte Tino Schmidt. Tino Schmidt langt da gegen Yannick Schwind ordentlich hin. Schiedsrichter Kevin Schricker zückt sofort gelb. Er macht ihm außerdem klar, dass er beim nächsten Vergehen dieser Art draußen ist. Bei einem Konter über Yannick Schwind gelangt das Leder zu Michael Karl, der nach innen flankt. Viktor Lindelof rettet vor Philipp Meyer zur Ecke. Lindelof, da gibt es so einen ähnlichen. Gab es nicht so einen Schweden oder sowas? Mit Lindelof oder sowas? Ne, egal. Wollen wir. Ecke von rechts, Michael Karl. Die Ecke kommt zu wenig scharf vor das Tor. Christian Thom hätte den auch mit der Mütze fangen können. Gianni Chiara zieht von der linken Grundlinie in den Strafraum und passt dann flach. Hoppala. Muss ich mal kurz pausieren. Da sind wir wieder. Da hat es nur an die Tür geklingelt und und so weiter. Jetzt sind wir jedenfalls wieder da. Ich habe aber keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Feiern wir doch einfach mal das Tor. Das 1:0 von Daniel Dröge. Jawohl. Ich denke mal, er wird wahrscheinlich torschützenkönig werden. Da müssen wir uns wahrscheinlich nicht allzu viele Sorgen machen. Was haben wir denn hier? Yannick Schwind verlängert einen Weitball auf Daniel Dröge. Der schüttelt John Anthony Brooks im Laufduell einfach ab wie eine lästige Fliege und vollendet flach in die lange Ecke. Ganz starke Aktion. Symptomatisch für das Spiel heute ist dieser Zweikampf zwischen Yannick Schwind und John Anthony Brooks. Letzterer geht da ohne Mumm zum Ball und zieht wirklich auf den Kürzeren. Okay. Tino Schmidt mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. Bisher wurden 66% Angriffe des MTV Gießen durch die Mitte gespielt. Schöner Konter des MTV Gießen mit einem nicht ganz so gelungenen Abschluss. Okay. Daniel Dröge verzieht schließlich aus Spitzenwinkel deutlich. Keine Gefahr für Christian Thom. Misael Kubijos. Huch. In Jena spielt der Torwart Libero. Weiter Ball von Michael Karl in die Spitze. Torhüter Christian Thom spielt gut mit und kommt weit aus seinem Tor heraus und ist ganz knapp vor seinem Kollegen am Ball und klärt. Krass. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Misael Kubijos geht im Duell mit Piet von Preußen im Strafraum zu Boden und will einen Elfmeter. Aber Schiedsrichter Kevin Schricker hat nichts gesehen und es geht weiter mit Ballbesitz zu dem Torhüter. Torhüter Christian Thom kommt weit aus seinem Tor heraus und rettet in höchster Not glänzend gegen Daniel Dröge. Gelbe Karte von Preußen. Misael Kubijos
mit einer klaren Schwalbe. Aber Kevin Stricker entscheidet dennoch auf Freistoß und verwarnt Piet von Preußen auch noch. Der schüttelt um den Kopf. Freistoß von rechts Niklas Meierhofer. Ach, den kennen wir doch. Oh, Moment. Da müssen wir gleich weiterlesen. Das ist erstmal Halbzeit. Immerhin führen wir 1-0. Auch wenn es nicht viel ist. Piet von Preußen zu Unrecht verwarnt, was ärgerlich ist. Jetzt machen wir dann mal hier Karl rein. Piet von Preußen raus wegen gelber Karte. Ich will keinen Platzverweis haben. Können wir mal Gregori rein. Und dann noch. Ja, hier. Machen wir mal so. Der ist ja auch schon recht müde. Oh, Moment. Nee, Moment. Wir können das anders machen. Nee, ganz falsch. Stopp, stopp. Ich wollte hier Marz für Kananoulis reinbringen, weil der mit der 2,5 ja schon eine relativ schöne Note hat. Ich will das nicht, dass sie sich weiter verschlechtert. Das ist ja für unsere Verteidiger eine recht gute Note, wenn man ehrlich ist. So, jetzt bringe ich den Sieg nach Hause. Jo. Und noch eins. So, jetzt noch die müden Leute massieren. Massieren. Massieren und massieren. Und dann geht's weiter mit Halbzeit 2. Ihre Spieler wirken konzentriert und scheinen wissen, was sie tun. So, waren wir stehen geblieben. Meierhofer zirkelt eine Freistoßflanke aufs kurze Eck. Doch ein BV-Gießen-Keeper Benjamin Weber fängt das Leder ohne sichtbare Probleme. Und das Spiel wird genau nach der regulären Spielzeit beendet. Der MTV Gießen ist bislang das spielerisch bessere Team und führt auch aufgrund der größeren Anzahl der Chancen zur Pause nicht und verdient mit 0-1. So, da haben wir die Wechsel. Die scheinen diesmal richtig sortiert zu sein. Mehr oder weniger zumindest. Ne, Marz und Gregori wurden vertauscht, aber egal. Das macht jetzt nichts. Es sind immerhin beide Innenverteidiger. Ich meine, es ist ja nur in der Anzeige vertauscht. Im Spiel sind sie ja, denke ich mal, richtig eingewechselt worden. So, jetzt eine dicke Chance für den NTV. Kein Tor leider. Gianni Chiata bringt eine Flanke von links in die Mitte. Nico Hildebrand verlängert der Kopf und Janik Schindt schießt der Flugkopfball vor John Anthony Brooks aus 9 Metern ab. Aber der geht weit vorbei. Manuel Marz riskiert hier einen Strafstoß. Da hat er Glück, dass Schiedsrichter Kevin Schricker nach einer plumpen Grätsche gegen Maxim Pukatilov nicht auf den Punkt zeigt. Klares Foul von Giacomo Gregori an Maxim Pukatilov im Strafraum. Es gibt 11 Meter und Geld für Gregori. Das ist nicht so gut. Remigius Meier rück angespannt. Das sind bestimmt 10 Meter Anlauf. Aber genau in die Mitte des Tor. Aber genau in die Mitte des Tores. Über den Ball, da muss ja noch niemand schon zur Seite machen. Diese muss man erstmal haben, oder was? Krass. Der Elfmeter-Töter Benjamin Weber. Oh, Powerplay in Jena. Beim FCK Cessina wirft man jetzt noch einmal alles nach vorne. Oha. Cenk Besen mit einem feinen Trick gegen Alfonso Perez und endlich kommt die Flanke in den Strafraum. Giacomo Gregori versucht den Kopf zu klären, aber sein Bogenlampe bald gegen den eigenen Torwart mit Jeno Schmidt zieht sofort entschlossen ab. Aber Goalkeeper wie eine Katze. Ach ja, Goalkeeper, wer kennt ihn nicht? Wahnsinn. Da schon wieder hier. So eine dicke Chance, die er rettet. Das Powerplay des FC Karlsruhe Jena bringt keinen Erfolg. Giacomo Gregori versucht zunächst eine Flanke per Kopf zu klären. Doch das Missglück. Tino Schmidt ist da, scheitert aber am großartig reagierenden Torhüter Benjamin Weber. Sascha Holdack kommt rein für Tino Schmidt. Das war's dann auch für ihn. So, Ecke von rechts in Bildermann. Tolles Luftduell am kurzen Pfosten zwischen Mark Mettel und John Anthony Brooks nach einer Ecke von Nico Hildebrand. Am Ende kann sich John Anthony Brooks durchsetzen und die Gefahr per Flugkopfball gerade noch bereinigen. Mit einem grenzwertigen Tackling klärt Cenk Besen im letzten Moment gegen Yannick Schwind, der sich anschließend so sehr aufregt, dass er froh sein kann, keine gelbe Karte zu sehen. Theo Benner, ach ja, mit einer etwas unpräzisen Flanke von rechts auf Remigius Meier, der den Ball trotzdem aufs Tor bekommt. Benjamin Weber ist die Sicht etwas versperrt und er reagiert zu spät. Der Ball geht aber auch vorbei. Moment, könnten die eigentlich noch...
Ich weiß jetzt gar nicht, ob Kratis Jena überhaupt noch hätte sich retten können. Oh, sensationeller Abschlag in Jena. Weiter Abschlag von Torhüter Christian Thom. Schon wieder die mit so einer Aktion. Remigius Meyer setzt sich im Laufduell gegen Giacomo Grigori durch. Hält drauf, aber Benjamin Weber wie eine Katze. Unfassbar, wie er da den Ball noch um den Pfosten dreht. Krass, was der heute leistet. Wahnsinn. Wie spielt denn gerade Leverkusen? 0 zu 0. Ach, guck mal an. Naja, ist aber so gut wie unmöglich, dass die Leverkusen dann noch kriegen. Noch einholen, wenn sie gewinnen würden. Und Leverkusen verlieren würde. Also die sitzen eigentlich so ziemlich auf ihrem aktuellen Platz fest. Da wird nichts mehr passieren, egal wie die spielen. Ich meine, es ist rechnerisch schon möglich. Aber naja, unwahrscheinlich. So, jetzt weiß ich wieder nicht, wo wir stehen geblieben sind mit dem Vorlesen. Deswegen mache ich mal einfach bei den Neuesten weiter. Yannick Schwind und Viktor Ledelow verbeißen sich so in einem Zweikampf, dass sie den fetten Schiedsrichter komplett überhören. Am Ende liegen beide am Boden gegen die Hand und schauen hilfesuchend zum Unparteiischen. Der hat aber schon lange auf Abseits entschieden. Yannick Schwind mit einer guten Abwehraktion. Schon fängt er den Ball da ab und spielt ihn wieder nach vorn. So, ach ja, taktisches Foul heißt es so schön im Fußballjargon. Am Vergehen selbst ändert das nichts und daher gibt es Gelb für Viktor Ledelow. Und Spielwechsel. Nurula Rittersberger für Misael Kubijos. Oder ist Ledelow sogar der Typ? Nee, eigentlich nicht, oder? Oder doch? Also Ledelow. Keine Ahnung. An der Außenlinie bringt Philipp Meyer John Anthony Brooks Fall und sieht aber die gelbe Karte. Oje. Und noch eine Glanzparade von Benjamin Weber. Konterchance für den FC Carl Zeiss Jena. Maxim Bogatilov läuft jetzt ganz allein auf Benjamin Weber zu, schießt. Aber Benjamin Weber erreicht den Ball mit den Fingerspitzen und hält und hat ihn sicher, dann sicher. Ja. Krass. Kleines Verhalten des MTV Gießen. Cenk Besin liegt nach einem Zweikampf verletzt auf dem Rasen. Manuel Maas spielt daraufhin den Ball erst einmal ins Aus. Für Cenk Besin geht es zum Glück weiter. Spielwechsel. Konstantinos Stravos Rizos für Theo Benner. Und Yannick Schwind wird auf der linken Seite steil geschickt. Legt dann rüber zu Philipp Meyer und auch Viktor Ledelow passt da und klärt vor dem. Passt auf und klärt vor dem Angreifer. Nein, bitte. So, Ecke von links, die Gürtel brand. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und kein Problem für John Anthony Brooks, der den Ball auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann. Oha, jetzt nochmal Pfosten. Oh, wie geht's? Das ist ein, ich würde sagen, das ist ein 0 zu 1 der besseren Sorte. So viele Chancen, die wir jetzt hier schon hatten. Vor allem so richtig harte Dinger. Also, ne? Spannend und so. Zur Ecke von links, die würde man. Die Ecke wird postwendend wieder aus dem 16er geköpft, aber der Ball kommt schnell wieder zurück. Yannick Schwind kommt an den Ball, täuscht an und trifft von schräg rechts den Pfosten. Der Ball geht danach ins Tor aus. Es wird eine Nachspielzeit von 3 Minuten geben, da fragt man sich wohl höher. Ein relativ klares Foul von Mamedl an Nurula Rittersberger. Im Strafraum. Aber der Schiedsrichter stand schlecht und hat nichts gesehen. So. Das war's. Der MTV Gießen ist Meister nicht nur, weil sie es wirklich wollten und alles gegeben haben, sondern auch, weil sie über die gesamte Saison einfach am konstantesten waren. Diese großartige Mannschaft ist gefestigt und ihr Ehrgeiz wird in den kommenden Spielzeiten sicher nicht abnehmen. Jawohl! Ja, wir haben es ja schon auch lange sicher gehabt, ne? Das war die Bundesliga-Saison 2025, glaube ich, sind wir jetzt gerade. Und ja, der MTV Gießen ist Meister, aber es war ja vorher schon bekannt. Ein paar Spieltage vorher. Jetzt würde ich gerade mal nachschauen hier. Viktor Ledelow. Portugal. Ah, okay. Interessant. Aber es gibt auch so einen Schweden, ne? Der heißt so ähnlich. Naja, gut. Zumindest glaube ich, dass es ein Schwede war. Wo waren wir denn? Was nehmen wir alles zur Kenntnis? Ich denke mal, Dröge wird jetzt Torschützenkönig gewesen sein. Wie hat der HSV gespielt? Oh, 4! Ha! 4 zu 1! Das ist die Frage, wer die ganzen Tore geschossen hat. Ha! Alex Tapia 4? Moment, nee, das ist seine vierte Nominierung. Er hat nur 2 Tore geschossen. Ich dachte schon, was? Hat er alle Tore geschossen? Nein. Glücklicherweise nicht, das heißt, Daniel Drücke ist Torschützenkönig geworden. Alles gut.
Gut, selbst wenn er 4 geschossen hätte, wäre sie gleich aufgewesen, dann hätte Solge mehr Assists gehabt, ne? Dann wäre er halt trotzdem vorne gewesen. Selbst wenn es so gewesen wäre. Wir sind die beste Mannschaft des Tages, krass. Moment, und ich will nochmal gerade was nachschauen. Ja, wie ich es mir dachte. Karl, okay, aber hier, was ich mir dachte. Weber mit seinen ganzen Paraden heute, Wahnsinnsleistung. Heute Torhüter des Tages. Schön. Ja, wie gesagt, Tröge ist Torschützenkönig geworden mit 30 Toren und 10 Vorlagen. Hat wohl auch genau 30 Spiele gespielt, also im Schnitt jedes Spiel ein Tor geschossen. Auch schön. Jo. Und Tobias Furtmeier, wie auch zu erwarten war, ist anscheinend der bestbenoteste Spieler der Saison. Schön. Wir sind die fairste Mannschaft der Saison. Das hat auch geklappt, so wie es aussieht. Da haben wir doch ziemlich abgeräumt, würde ich sagen. So, jetzt geht's zur Ligapreisgelder. Die Liga vor 5 und 10 Jahren. Ja gut, damals waren wir halt noch nicht dabei, ne? Aber es ist mal interessant zu sehen, wie es damals aussah. Dortmund jetzt auf Platz 2, Bayern auch nur auf Platz 4. Aber die haben gerade noch so die Champions League Qualifikation geschafft. Die wäre denen beinahe abhanden gekommen. Oh je. Ist die überhaupt schon mal dran gescheitert, seitdem wir hier unterwegs sind? Nee. Das ist gut. Zusammen mit 2007 ist ja noch eine echte Platzierung gewesen. Das ist die schlechteste Platzierung dieser Saison, die sie jemals hatten in diesem Let's Play. So schlecht war der FC Bayern noch nie. Oh je. Wie sieht es aus mit Dortmund? Die hat ein bisschen mehr Schwankungen drin, wie man sieht. Haben sich gesteigert gegenüber letzter Saison. Ja. Hallo Erik Durm. Muss hier mal zu dem Verein gehen. Naja, wie auch immer. Dann nehmen wir das zur Kenntnis und gehen weiter. So, was haben... Huch. Ach ja. Dürfen wir uns nochmal feiern? Ja, wir dürfen uns nochmal... Hatten wir das nicht schon? Oder wie war denn das jetzt? Egal, auf jeden Fall freuen wir uns über die Meisterschaft des MTV 1846 Gießen im Jahre 2026. Das dürfte die dritte Meisterschaft sein, glaube ich. Ich meine, die dritte wäre das. Oder? Jo, die dritte Meisterschaft. 23, 24, 26, 25 haben wir ausgelassen, okay. Aber gut. Schön. Dann. Ja, und immerhin haben wir hier wenigstens den Supercup 2025 gewonnen. So haben wir jetzt, wenn wir mal zurückgehen, 26, 25, 24, 23, 22. Okay, 2021 war das letzte Jahr, an dem wir keinen Titel gewonnen haben. Und da waren wir noch in der zweiten Liga. Und in der hier 2020 haben wir schon den DFB-Pokal gewonnen, als wir in der dritten Liga waren. Und dann noch den Supercup. Auch krass. Hatten wir leider nicht viel für die Euroleague genutzt, weil wir dann ja gleich gescheitert sind an Sturm Graz damals in der Qualifikation. Eigentlich hätten wir ja gleich ein Rundenticket kriegen müssen, ne, für die Gruppen, also ein Rundenticket, für die Gruppenphase meine ich das Ticket. Also für die nächste Runde quasi. Aber gut, war nicht so. Mannschaft des Jahres. Yannick Schwind ist da drin. Okay, der hat doch kaum gespielt. Nico Hildebrand, Tobias Furtmeier, Michael Karl, dein Tröge, Malte Kist. Sehr schön. So. Ihr Geschäftsführer Nathan Donaldson informiert sie darüber, dass der Verein für den ersten Tabellenplatz bei den Ligapreisgeldern eine Prämie von 14,868 Millionen Euro erhält. Sehr schön. Das ist ganz nützlich, das Geld. So, sie sind für das kommende Länderspiel gegen China nominiert worden. Sie sind für das kommende Länderspiel gegen China nominiert worden. Ich frage mich, ob ich für das kommende Länderspiel gegen China nominiert worden bin. Das ist auch eine gute Frage. Warum gibt es zweimal? Na egal. Gut. Ist die Frage, wann ist dieses Spiel denn eigentlich? Ist es jetzt in dieser Woche? Weil hier sollte doch dann eigentlich das DFB-Pokalfinale sein, ne? An diesem Tag. Naja, wie auch immer. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir nur noch ein Spiel vor uns. Das ist das Champions League-Finale gegen Manchester United.
Und da können wir dann wohl ganz geschmeidig hoffen, dass die Moral bis dahin oben bleibt oder sich noch weiter erhöht, vielleicht durch gute Leistungen gegen in den Spielen gegen die A-Jugend oder so, keine Ahnung. Jedenfalls war das die Bundesliga-Saison. Ich sage Dankeschön bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 € geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.